Hallo, dies ist das zweite Video zur Frage, wie sind die Evangelien entstanden? Im ersten Video haben wir die Vorgeschichte betrachtet, was bisher geschah, das Alte Testament. Und nun möchte ich, bevor wir in den Text und die Inhalte des Evangeliums einsteigen, darüber nachdenken, wie eigentlich so etwas entsteht, wie ein biblischer Text, wie ein Evangelium überhaupt, wie Texte über Erfahrungen entstehen. Ich möchte da ein paar Grundgedanken dazu vermitteln. Also dieser Text, der uns in der Bibel vorliest, hat ja eine Erfahrung zum Hintergrund und die Frage, wie kommt es von der Erfahrung zum Text? Vielleicht mal so rum einsteigen. Ich stelle mir diesen Jungen vor, der einen Brief an seine Oma schreibt. Er sagt, liebe Oma. Und jetzt überlegt er, was er erlebt hat. Da kann er Dinge schildern. Er überlegt, wie kann er der Oma schreiben, wie es ihm geht. Und ganz selbstverständlich hat er dafür die Wörter und schreibt, heute war ich richtig sauer und stinkwütend. Und wenn er das noch nicht in Worten schreiben kann, dann würde er vielleicht an so einem Bild sofort sehen, genau das ist meine Stimmung, die ich habe. Also offensichtlich hat er eine Erfahrung drin, dass es bestimmte Wörter, richtig sauer, stinkwütend oder die rote Farbe oder so ein Gesichtsausdruck, dass der anderen Leuten ein Gefühl vermittelt, das er innerlich hat und dass man das damit mitteilen kann. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es einem vorkommt. Wir haben Wörter und Bedeutung von Wörtern so früh im Leben gelernt. Eigentlich kann man das nur dann reflektieren, wenn man mal die Erfahrung in der Fremdsprache gemacht hat. Wenn man eine Sprache neu spricht und versucht, dort Vokabeln anzuwenden und merkt, ob die Leute verstehen mich gar nicht, dann muss ich überhaupt erst danach suchen, wie ich das ausdrücke. So ist das grundsätzlich. Wir lernen, über innere und äußere Erfahrungen zu sprechen, indem wir spüren, ob wir verstanden werden, wenn wir Wörter verwenden. Oder auch Symbole, wenn wir andere umarmen, merken die Leute, dass ich sie jetzt nicht erdrücken will oder mit Corona anstecken und vernichten will, sondern dass ich sie gern habe. Oder wenn ich mit dem Fuß auf den Boden stampfe, dann ist das eine Erfahrung, die ich mache, zu sagen, wenn ich dieses Symbol mache, wenn ich diese Haltung mache, dann kapieren die Leute, jetzt ist mit mir nicht zu spaßen. Manche sind künstlerisch begabt und können auch Bilder malen, wo sie etwas über ihre innere oder äußere Erfahrung sagen. Also wir brauchen Sprache, um überhaupt mitteilen zu können, kommunizieren zu können, wie es uns geht, wobei Bilder im Grunde genommen auch so etwas wie eine Sprache sind und auch Gesten eine Sprache sein können. Kurz heißt das also, erst ist die Erfahrung und dann können wir darüber sprechen und schreiben. Ich finde das einen ganz wichtigen Grundsatz zu sagen, Erfahrung zuerst. Sagen, was habe ich eigentlich erlebt? Wie ist das gewesen? Und im Nachdenken über Erfahrung und im Versuch, die Erfahrung besser zu verstehen, benutze ich ja bereits Wörter. Selbst wenn ich gar nicht spreche oder anderen mitteile, sondern schon im eigenen Nachdenken benutze ich Wörter. Es ist übrigens so, dass es eigentlich sogar umgekehrt gilt, aber das ist sehr kompliziert zu erklären. Das ist ein Thema in der Philosophie, in der Psychologie, wie vorgegebene Sprache oder Symbole unser Erleben strukturieren und prägen. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, aber es ist tatsächlich so, dass das eine ganze Ecke komplizierter ist, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Aber für den ersten Ansatz reicht es, sich klarzumachen, ich kann über innere Erfahrung nur sprechen, wenn ich Wörter, Symbole, Ausdrucksweisen dafür habe. Erst die Erfahrung, dann können wir darüber sprechen und schreiben. Das ist also ein erster gedanklicher Zugang zum Thema. Wir haben im Vorgang bereits festgestellt, dass nach christlichem Glauben die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist. Das mögen manche, vielleicht evangelische Freikirchen, vor allem anders sehen. Kann man auch darüber diskutieren. Ich bin als Katholik sehr dezidiert ausdrücklich der Meinung, nein, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Man kann sich das sehr gut deutlich machen, weil die allgemeine Vorstellung im Islam ist anders. Da ist die Vorstellung, ein Engel habe dem Propheten Mohammed die Wörter des Korans vorgesprochen und der hatte seinem Schreiber Wort für Wort diktiert. Das ist eine Möglichkeit, sich das vorzustellen. Das müsste man mit einem Muslim darüber diskutieren und das will ich gar nicht verurteilen. Nur ich finde es wichtig zu wissen, dass da ein Unterschied ist zwischen dem, wie die Christen die Bibel verstehen und wie Muslime den Koran verstehen. Der Koran wird verstanden als Wort für Wort diktiert Text von Gott.
ja, sozusagen durch einen Engel das ungeschaffene Wort Gottes dem Menschen mitgeteilt, während nach christlichem Glauben die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eine Entstehungsgeschichte hat. Wir glauben, dass die Bibel verschiedene Texte enthält. Der erste Punkt. Wir glauben, dass diese Texte Erfahrungen festhalten, die wir mit Gott oder im Nachdenken über Gott machen. Deswegen müssen diese Texte auch interpretiert werden. Die Christen lesen diese Texte im Gottesdienst vor, weil wir die Erfahrung machen, in der Auseinandersetzung mit der Bibel, Altes, Neues Testament, spricht Gott zu seinem Volk. Also da findet Kommunikation statt. Deswegen sagen wir Wort Gottes, aber nicht Wörter Gottes. Nicht die Vokabeln sind von Gott, sondern wenn wir im Gottesdienst die Bibel vorlesen oder wenn wir daheim die Bibel meditieren oder gläubig lesen, dann findet eine Kommunikation statt mit Gott, weil Gott sich durch diese Erfahrung, die Menschen vor uns gemacht haben und diese Erfahrung, die dann in den Text hineingegangen ist oder in der Auseinandersetzung mit dem Text drin ist, dass darin eben diese Erfahrung dann auch uns erreicht und auf jede Weise Kommunikation mit Gott stattfindet. Ich gebe zu, es ist ein komplizierterer Gedanke, es ist einfacher sich vorzustellen, Gott hat diktiert durch den Engel, aber so ist die christliche Vorstellung. Und diese Texte, die in der Bibel sind, sind die Texte, die wir im Gottesdienst vorlesen. Es gibt viele andere Texte, die über religiöse Erfahrung sprechen. Aber diese Texte haben Christen und Juden gemeinsam die Erfahrung gemacht, dass darin, wenn wir es im Glauben gemeinsam lesen und hören, dass darin Gott mit uns in Beziehung tritt, sich Gott uns zeigt oder Gott sich offenbart. Deswegen möchte ich gerne nochmal einen Schritt zurück machen und erinnern daran, dass ich schon mal vorgestellt habe, dass es verschiedene Weisen gibt, wie Gott sich mitteilt oder wie es Erfahrungen gibt, von denen ich sage, das ist eine Erfahrung, in der der eigentlich unsichtbare Gott, der ja alles geschaffen hat und deswegen nichts Sichtbares geben kann, was Gott selber ist, sondern immer nur von Gott her eine Mitteilung an uns sein kann oder eine Weise der Kommunikation oder ein Weg, ein Zeichen auf Gott wahrzunehmen, dass es da drei grundlegende Wege gibt. Drei Weisen, drei verschiedene Zeiten. Das eine, hier mit dem Symbol des Blitzes, der auf die Erde einschlägt, das ist die Erfahrung, die viele Menschen schildern. Das ist der außerordentliche Weg. Ich habe selber eine solche Erfahrung nicht gemacht, aber ich kenne Menschen, die von sich solche Erfahrungen schildern. Und es gibt ganz viele Zeugnisse für solche Erfahrungen. Und es gibt keinen Grund zu sagen, die Erfahrung hat sich gegeben, sondern da höre ich Menschen zu, versuche zu verstehen, was sie damit meinen, dass sie darüber sagen, es hat für mich ganz deutlich Erfahrungen im Traum gegeben. Die Bibel verweist mehrfach auf den Traum. Oder ich habe innerlich etwas gesehen, was man mit äußeren Augen nicht sehen kann, aber innerlich mindestens so klar gesehen. Oder ich habe etwas gehört. Man nennt das Visionen, wenn es um Sehen geht, Auditionen, wenn es um Hören geht. Das sind mystische Erfahrungen, die Menschen schildern. Das ist sicher nicht das Normale, deswegen nenne ich es den außerordentlichen Weg. Der zweite Weg hat damit zu tun, dass ich aus dem Glauben heraus lebe. Und sozusagen meine Zeit gestalte und meine Wahrnehmung gestalte. Ich nenne das den besonderen Weg, weil es etwas Besonderes ist, wenn ich aus einer Glaubenserfahrung und aus der Sprache des Glaubens und aus der Gemeinschaft des Glaubens heraus einen Zugang zur Wirklichkeit habe. Wir haben an anderer Stelle schon mal ausführlicher darüber gesprochen. Das sind Erfahrungen, die ich in der Stille mache oder im Gebet. Wenn ich vor Gott sozusagen im Gespür der Gegenwart Gottes auf das eigene Herz höre. Wenn ich mit anderen geistlich spreche, das ist etwas, was sehr, sehr schwer fällt und viele Menschen nicht machen können. Wenn ich mich damit auseinandersetze, was in der Tradition festgehalten ist über Erfahrungen mit Gott, die Bibel und die Kirche, darüber nachdenke. Und wenn ich meine geschenkten Gaben, die Fähigkeiten, die ich habe oder Situationen, die ich erlebe, zum Beispiel eine Erfahrung von Liebe, wenn ich die im Glauben deute als einen Weg, wie Gott etwas über sich mir mitteilt, sich offenbart. Das ist sicher nicht allgemein. Und das dritte, würde ich sagen, ist der normale Weg. Wenn Menschen ihren normalen Verstand gebrauchen, dann nähern sie sich auch der Wirklichkeit an und die Wirklichkeit ist etwas, was von Gott kommt, weil Gott alles geschaffen hat. Also wenn Menschen auch Situationen sehen, wo wir gebraucht werden, dann erfahren sie, wozu sie berufen sind. Und können sich überlegen, diese Fähigkeiten, die ich habe ja nicht zufällig, sondern darin liegt eine Berufung. Dann wird aus etwas
ganz alltäglich, in einer alltäglichen Begegnung, in einer alltäglichen Situation eine Berufung. Oder wenn ich meinen Verstand benutze und davon ausgehe, dass dieser Verstand etwas ist, was mir Gott gegeben hat, damit ich ihn benutze. Und Vernunft deswegen nicht im Gegensatz zum Glauben steht, sondern der Glauben trägt die Vernunft. In allen höheren Fragen, Nachfragen, Sprechen, Reflektieren, also in Kommunikation allgemein, ist ein normaler Weg, wie ich etwas erfahre, was größer ist als ich selber, was über mich selber hinausgeht oder mich über mich hinausführt, wie das Stichwort Berufung er sagt. Wir werden diese drei Wege immer mal wieder betrachten, aber ich glaube, dass diese drei Wege auch eine Rolle spielen oder helfen können zu verstehen, wie die Evangelien entstanden sind. Weil all das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, denen wir die Texte der Evangelien verdanken. Und ich würde davon ausgehen, dass auch Jesus in seiner Erfahrung, er hat ganz sicher diese außerordentliche Erfahrung der Gegenwart Gottes gemacht, davon gibt es mehrere Beispiele in der Bibel, ist offensichtlich jemand, in dem das Wunder Gottes präsent war. Er hat aus dem Gebet gelebt, er hat aus der Tradition Israels gelebt und kannte die Gebete Israels, die hat er von seiner Mutter gelernt, er kannte die Bibel, die hat er studiert, er hat den Gottesdienst häufig besucht und war deswegen fähig, diesen besonderen Weg, die Wirklichkeit zu verstehen auf dem Hintergrund eines starken Glaubens. Und wenn man seine Gleichnisse liest und viele Sachen, die er so sagt, merkt man, der Mann hatte auch einen vernünftigen Verstand und das gehört für ihn mit hinein in das, wie man von Gott spricht, indem man über menschliche Beziehungen und Zusammenhänge spricht. Daraus ist also, aus dieser Erfahrung Jesu, ist das geworden, was er sagt. Und er fühlt sich darin berufen, wie ein Prophet zu den Menschen zu sprechen. Das haben andere gehört und haben es aufgeschrieben. Über den Prozess reden wir noch in einer folgenden Einheit. Und daraus ist dann das Evangelium geworden, sozusagen als Text, der dann aufgeschrieben ist. Es gibt durchaus auch biblische Texte, die wahrscheinlich viel eher direkt sozusagen aus der Erfahrung aufs Papier gekommen sind. Aber es braucht dazu immer Sprache, die erprobt ist im Gespräch mit anderen Menschen. Man kann nicht alleine glauben, sondern nur dann, wenn ich wirklich auch in Beziehung und in Kommunikation mit anderen bin. Aber diese Grafik macht deutlich, die Evangelien sind entstanden, indem sie versuchen, das, was Jesus über seine Erfahrung aus dem Glauben heraus verkündet hat, das festzuhalten und es mitzuteilen an andere. Also noch einmal, Bibeltexte haben ihren Ursprung in religiösen Erfahrungen von Menschen. Und diese Menschen haben erst über ihre Erfahrung gesprochen und darüber mit anderen diskutiert. Ich bin der Überzeugung, ohne einen solchen Austausch, ohne Gespräch, kann ich überhaupt nicht die eigene innere Erfahrung so verstehen, dass sie anderen dann in einem Text mitgeteilt werden könnte. Erst durch das Diskutieren konnten sie feststellen, ob andere verstehen, von welcher Erfahrung sie sprechen. Und oft wurde das dann in Gruppen vertieft und verbessert. Ich glaube schon, dass Jesus im Zusammensein mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern gemerkt hat, wie er Dinge formulieren muss, damit die verstehen, was er meint. Es gibt genug Beispiele, die auch im Neuen Testament geschildert sind, wie oft sie es nicht verstanden haben. Also das Problem ist offensichtlich Jesus ganz bewusst gewesen. Und später haben die Menschen selbst oder haben andere das, was Jesus gesagt hat, getan hat, was über ihn erzählt wurde, was Leute, die das miterlebt haben, gesagt haben, wurde wieder erzählt, versucht zu verstehen und irgendwann als Text aufgeschrieben. Und diese Texte wurden dann von der Gemeinschaft angenommen als heilige Texte für die Bibel, also für Lesungen im Gottesdienst. Und es gibt andere Texte, die nicht im Gottesdienst gelesen werden. Die müssen deswegen nicht falsch oder schlecht sein, aber die haben nicht diese Autorität, dass sie von einer Gemeinschaft anerkannt werden als Texte, in dem wirklich diese Erfahrung ist, darin spricht Gott zu uns. Das mal als ein sehr grobes Schema, um sich klarzumachen, das Evangelium, wie jeder Text der Bibel, ist aus Erfahrung entstanden. Das, finde ich, sollte man ruhig einmal abschreiben, diese Punkte, und im Abschreiben nochmal drüber nachdenken. Man muss nicht die Position teilen, die ich hier habe. Man kann darüber diskutieren. Es gibt auch Leute, die sehr ernsthafte Gründe haben, das anders zu sehen, in Varianten oder grundsätzlich. Das ist ja etwas, über das man sprechen kann. Aber man sollte versuchen zu verstehen, was die Argumente sind. Und da hilft es, das einmal aufzuschreiben und zu lernen. Vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe das vorhin schon gesagt. Die vorgeformte Sprache oder die Texte, das gilt besonders für den besonderen Weg, sind etwas, was die Erfahrungen auch prägen, weil wir Sprache brauchen, um sprechen zu können.
Ich erinnere an die erste Folie, wo ich dieser Junge war, der halt Worte braucht, um sagen zu können, wie er sich fühlt, dass er richtig sauer war. Erfahrungen sind immer geprägt durch Vorwissen und Sprache. Deswegen hilft es, die Bibel zu lesen, um besser über eigene religiöse Erfahrungen sprechen zu können. Das Beispiel, mein Vater war heute Morgen wütend, ist eben dieses Wort wütend etwas, das ich überhaupt erst kennenlernen muss, wo ich verstehen muss, was das bedeutet, was es für einen Hintergrund hat, wie sich das anfühlt. Das ist ja eine eigene Geschichte, die dahinter steckt. Oder wenn ich sage, ich freue mich auf das Wochenende, ist Freude, ist auch so etwas, das spürt man, das sieht man, das drückt sich aus, aber ich muss erst mal verstehen, was mit dem Wort Freude gemeint ist. Oder mal ein völlig anderes Beispiel. Ihr kennt einen Braunkohlenbagger, der ist riesig groß. In diesem kurzen Satz steckt schon ganz viel Erfahrung und Wissen drin. Ich muss wissen, was ein Braunkohlenbagger ist. Wenn jemand von euch nicht weiß, was Braunkohle und Braunkohletagebau ist oder vielleicht noch nie in Garzweiler oder in einem dieser riesigen Löcher gestanden hat und das gesehen hat, der kann sich gar nicht vorstellen, was ein Braunkohlenbagger ist. Und was ist riesig groß? Ich meine, Menschen, die noch nie ein Haus gesehen haben, das mehr als 2 Stockwerke hat, würden vielleicht schon ein Haus mit 3 Stockwerken als riesig groß betrachten. Was riesig groß ist, bestimmt sich aus der gemeinsamen Erfahrung. Und wenn ihr mal einen Braunkohlenbagger gesehen habt, der ist wirklich riesig groß. Und das, was ich hier gesagt habe, innere oder äußere Erfahrung, das gilt ganz besonders für religiöse Erfahrung. Dieser Satz, mir ist im Traum ein Engel erschienen, hat ganz viele Voraussetzungen. Was ist eigentlich mit ein Engel gemeint? Wenn ich mir unter Engel nur so ein Kitschwesen vorstelle, das ich irgendwie aus der Werbung kenne, dann werde ich wahrscheinlich nie verstehen, was Josef meinte, wenn er sagt, mir ist ein Traum im Engel erschienen und hat mir gesagt, ich soll Maria zu meiner Frau nehmen. Man müsste also ganz genau hinschauen, vielleicht in der Bibel lesen, was ist in diesem Wort ein Engel, das heißt ja eigentlich Bote drinnen, also wie hat er im Traum erfahren, dass Gott zu ihm spricht? Das ist gar nicht so eindeutig, sondern er hat dieses Wort, ein Engel, das er aus der Tradition kannte, genommen, um seine Erfahrung mitzuteilen. Und so finden wir diesen Satz dann heute in der Bibel. Oder vielleicht etwas, was ich selber sagen könnte. Im Gebet habe ich gespürt, Gott ist bei mir, ich kann ihm vertrauen. Eigentlich jedes Wort in dem Satz habe ich Vokabeln, Wörter genommen, die andere vor mir geprägt haben. Und mit dem Wort Gott meine ich vielleicht an der Stelle diese Erfahrung, dass jemand bei mir ist, der eben viel größer ist als alles, was ich kenne. Dieser Urgrund des Lebens, der trotzdem nicht fern ist, der mich geschaffen hat, der mir irgendwie ganz nahe ist, ganz nah tief in mir, was immer mit dem Wort Gott dann mit gemeint ist. Und auch dieses Wort Vertrauen. Vielleicht hat jeder von uns eine andere Vorstellung für Vertrauen, aber ich glaube, dadurch, dass wir dieses Wort in verschiedenen Situationen verwenden, merken wir doch, dass wir auch ein gemeinsames Verständnis von Vertrauen haben. Und dass dieser Satz im Gebet, habe ich gespürt, Gott ist bei mir, ich kann ihm vertrauen, hilft, dass ich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ausdrücken und mitteilen kann. Oder wieder etwas aus der Bibel. Wenn Menschen ein Wunder erleben, dass dieser Mensch gesund geworden ist, dann zeigt das für sie, dass Gott gewirkt hat. Wir müssen diesen Satz nochmal näher anschauen. Was bedeutet das eigentlich, wenn Menschen sagen, Gott hat gewirkt? Wenn er ja Schöpfer von allem ist, wirkt er irgendwie in allem. Also ist Wunder, und hier ist ja offensichtlich ein Wunder geschehen, ein Mensch überraschend gesund geworden oder vielleicht nicht, durch einen Arzt gesund geworden, Gott gewirkt. Ganz nebenbei bemerkt, das ist ein wesentlicher Grund, warum Religionsunterricht wichtig ist. Er kann helfen, eigene Erfahrungen zu benennen und darüber zu sprechen. Durchaus auch kritisch. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Religionsunterricht deswegen beibehält, dass man nicht den eigenen Gefühlen ausgesetzt ist oder jedem Scharlatan, der einem irgendwelche religiösen Sachen erzählt, sofort glaubt, sondern lernt auch darüber nachzudenken und zu reflektieren. Das also als letzte Folie. Jede Erfahrung hat eine Vorgeschichte. Und Altes Testament sind die Erfahrungen und Gedanken in Texten des Volkes Israel. Das war ja, was wir im ersten Teil hatten, was bisher geschah. Soweit ein Ansatz, besser zu verstehen, wie ein Text auch in der Bibel entsteht. Vielen Dank fürs Zuhören.